Design Sinn gegen Miets rheumatische Erkrankungen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Carina Hallberg, 43 Jahre alt und Sie leiden an einer rheumatischen Erkrankung. Ihr Alltag ist geprägt von verschiedenen Herausforderungen, besonders sind Sie von chronischem Schmerz geplagt. Einmal geht es besser, einmal geht es leichter. Wäre es nicht super, wenn Sie eine kompetente Pflegekraft an Ihrer Seite hätten, die Ihre Bedürfnisse individuell, kreativ und offen begegnen könnte? Ich habe mir für mein didaktisches Konzept überlegt, den Design Thinking Prozess mit rheumatischen Erkrankungen zusammenzubringen und habe das so konzipiert, dass es drei Phasen gegeben hat: einen Einstieg, eine Erarbeitung und eine Ergebnissicherung. Die Lehrveranstaltung wurde als gesamtes Konzept online abgehalten. Somit wurde im Bereich Einstieg eine Selbstlernphase via eCampus konzipiert, wo Medien zur Verfügung gestellt wurden, Videos, wo es einmal darum ging, was sind rheumatische Erkrankungen, wie geht es diesen Patientinnen. Es waren einerseits Forschungsartikel, die einfach den Studierenden die besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen näher gebracht haben. Im Erarbeitungsteil haben wir uns dann live in der Live-Session zur Lehrveranstaltung getroffen, haben dann miteinander noch einmal die Kernpunkte aus diesen ersten zwei Phasen, nämlich dem Observe und Understand, miteinander besprochen und sind sozusagen zur Synthese, zur dritten Phase des Design Thinking Prozesses übergegangen. Weiters war in dieser Phase noch enthalten, dass die Studierenden in Kleingruppen eingeteilt wurden, 4 Teilnehmer pro Gruppe, dann Räumen zugeteilt wurden und sie bekamen eine Aufgabenstellung. Ihre Aufgabenstellung war es, eine Persona zu kreieren mit dem Fokus einer rheumatischen Erkrankung, deren individuellen Need und Bedürfnisse herauszuarbeiten und sich eine Idee in einem Ideensteckbrief auszuarbeiten und einfallen zu lassen. Hier war die Vorgabe frei, es konnte ein Produkt sein, es konnte ein Prozess sein. Einfach auf den Need dieser Person abgestimmt, sollten sich Studierende kreativ betätigen und offen und flexibel diesen Bedürfnissen begegnen. Zur Ergebnissicherung abschließend wurde es so gemacht, dass ich einen fiktiven Innovation Call gemacht habe. Es ist darum gegangen, dass die Studierenden in der Kleingruppe dann ihre Persona und ihren Ideensteckbrief präsentiert haben und dann gegenseitig bewertet wurde, damit die beste Gruppe oder das beste Produkt, der beste Prozess dann auch ein fiktives Startup-Ticket bekommen hat, damit sich dieser Design Thinking-Prozess auch beendet oder fortgesetzt werden konnte, nämlich im Prototyping und im Testen. Sie sehen auf meinem Plakat ein paar Beispiele, auch mit dem Slogan und mit den erkannten Bedürfnissen der Studierenden. Und das Learning Outcome war auf jeden Fall zu sehen, zu verstehen, wie individuell und wie offen man auf diese Personen zugehen muss und in der Praxis auch einmal von standardisierten Prozeduren abweichen muss, um diese effektiv zu versorgen und zu betreuen. Ich bin offen für Fragen, danke fürs Zuhören und ja, freue mich schon auf die nächsten Projekte. Vielen Dank.